Ja, eigentlich schon. Ich besuche einen Freund. Ich bin auf geheimer Mission. Ich besuche einen Freund. Relax. I'm just visiting a friend. I can't. I really can't just let you go in. Um der alten Zeiten willen, Samuel sagt, es ist okay. Look, it's cool. Samuel said it was okay. Did Wells? Oh, didn't think so. Come on, Skip. I break the rules and you think it's awesome. Let me break this rule. For old time's sake. I want to, Chloe, but I really can't. I'm going inside, dude. You're just gonna have to let this slide. I don't think I can. In fact, I think I have to ask you to state your official business or else vacate Blackwell property. I hate to do this to Skip, but I've got to get inside. Maybe if I make him really uncomfortable, he'll feel guilty and let me pass. Schuldgefühle. What's my official business? Women's business, Skip. As in, my uterus? I need to use the restroom. Glad you asked. What? No. No, it's my job to ask, Chloe. That's not cool, Skip. Ah, Mann. You realize that, right? Warum ist das denn eigentlich immer so gemein, dass er immer nur Chloe, einhört? I just have this feeling like you're up to... Wait. You talked me into letting you into the bathroom this morning, and then you tagged the entire friggin' place. What? No, fuck it. I totally did that. Wells raked me over the coals for that. Time to go. Or what? What are you gonna do, Skip? Because unless you're prepared to drag me off this campus, I'm going inside. Chloe, enough. This is my job. Just go. You have never respected me. You and all your smug little classmates. I am so tired of being shit on by high schoolers. You know what? I'm done. I'm done with this stupid rent-a-cop job. Just do whatever the fuck you want, Chloe. Whoa, Skip. Matthew. I've gotten reports of an unknown vehicle in the parking lot. That's funny. Because I've gotten reports about how your head is really far up your ass. What did you just say? Damn. Matthew. Skip really lost it there. Das wollte ich ja jetzt auch nicht unbedingt, dass, er jetzt den Job kündigt. Aber wir müssen da einfach rein, verdammt. Und vor allem Ding ist es so unfair, dass die Gegner immer nur eine, also dass man nur eine Chance hat und wenn man die schon verprasselt, dann ist vorbei. Also das finde ich schon ein bisschen übertrieben, ganz ehrlich, Square Enix und Deck 9. So, Frank, wie geht's? Hast du es schon gefunden? Entspann dich, Mann, das waren gerade mal 5 Minuten. Es sind schon 20 Minuten. Okay, okay, schon dabei. Beeil dich. Alright. Time to find Drew's room. Ja, aber echt. Jetzt aber wirklich. Gott. Tolle Idee, die Schlüssel hängen zu lassen. Stecken zu lassen. Ach Gott. Werden wir aufgeheilt, müssen wir erst einmal weiterkommen. Alright, which one is Drew's room? Neuigkeiten zum Feuer, Arcadia Bay, Forstbehörde, Arcadia Bay, Oregon, bla 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 bla, Feuer in, jetzt 50% unter Kontrolle, aha. Zusätzliche Straßenschließungen, Details in örtlichen Medien, okay. Das hat sich schon ein bisschen gebessert. Willkommen im Jungsblock. Thanks for the geometry help, I owe you one.
Justin. Could Elliot be lamer if he tried? Elliot Hampton's room. Wonder what he's up to right now. Ob wir einfach so rumschnüffeln sollen? Ach, was soll's. Elliot's kind of preppy in his own way. Maybe he does belong at Blackwell. I knew Elliot did well in class, but I didn't realize he was here on a full ride. Blackwell Academy, die Zukunft braucht Exzellenz. Elliot Hampton, 729 Temple Farm Drive Nummer 15, Arcadia Bay, Oregon, bla bla bla. Lieber Elliot, ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre akademische Leistung und Ihr finanzieller Status die Bedingungen für den weiteren Erhalt finanzieller Hilfe erfüllen. Für das bevorstehende Frühlingssemester 2010 wird die Prescott Stiftung all Ihre Bindungskosten sowie Kost und Logis übernehmen. Glückwunsch zu Ihrem anhaltenden akademischen Erfolg. Mit freundlichen Grüßen, Raymond Wells. Ja. I've never been able to get Elliot to play for me. I guess he's either really good or really bad. Elliot does work really hard. I guess I'm happy for him. Informatik 1 plus. Nichts falsch. The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places. Why does that make me sad? Kaputte Orte, eine Biografie von Ernest Hemingway. Die Welt bricht jeden, und manche sind danach an den gebrochenen Stellen stark. Ja, wahre Worte, boah, Alter, und dieses Anti-Aliasing, also ne, diese Grafik, boah, schaut echt nice aus. Schon cool. It's been so long since Elliot and I actually went to a concert together. Wow. I remember this show. Crazy that Elliot would hold on to this picture after so long. Guess I'm not the only one who keeps a diary. That's not half bad. Als sie den Raum verließ, es war elektrisch, errötete Schwingen, gespannt im Schmerz. Okay. Dark. Ich sehe sie im Ziegel und Mörtel, im frisch geschnittenen Gras. Augen blitzen auf wie Münzen. Der Fährmann kann sie nicht haben, sage ich. Doch die dunklen Götter lachen. Who is it that Elliot's writing about? Der Moment, als die Sonne fast dort ist, die See, so umschmeichelnd und warm, wenn konzentriertes Licht die tanzenden Wellen besänftigt, wenn formlose, kalte Unendlichkeit sich einer Ebene unterwirft, und nur für einen Augenblick ist alles möglich, alle sagen ja, mein Herz sagt ja, ihre Augen sagen ja. Elliot is way more artistic than I thought. Sie sehen sie, und doch sehen sie sie nicht. Wie kann das sein, wenn die ganze Welt negativ und dunkel ist, und sie schreit gleich einer kreischenden Rakete Feuer auf ihren Fersen? Wait, are these about me? What the fuck, Elliot? Wie kindisch sie ist, wie lieblich und grausam. Ihr schwarzes Messer vergießt Worte, tropfend vor Tinte. You're about to die. Alter, Elliot. Elliot's mom seems nice. An Elliot, von Cynthia, also von der Mutter, ne? Betreff Glückwunsch. Hi, Liebling, ich habe gerade den Brief über dein Stipendium erhalten und ich könnte nicht stolzer sein. Ich habe ihn der ganzen Familie gezeigt. Deine Großmutter sagte nur, natürlich hat er eins, er ist mein Enkel. Dein Vater hat wieder angerufen wegen dem 4. Juli. Ich sagte ihm, es ist zu früh, um eine Entscheidung zu treffen und dass du dich auf die Schule konzentrierst.
Aber wenn du diesen Sommer etwas Zeit mit ihm verbringen willst, unterstütze ich das natürlich. Brich nicht zu viele Herzen, Mama. Lucky Dana. Moment mal, brich nicht zu viele Herzen? Ist das etwa so ein Typ, der immer so auf nett tut, aber dann immer nur ganz viele Frauen einfach so haben will oder so, hä? Oder verstehe ich das jetzt irgendwie falsch? Von Logan an Elliot Weibermann. Ey, ey, Elliot, du hast Englisch mit Dana Ward, richtig? Wie ist sie so? Ich finde sie heiß. Sag was Cooles über mich. Aber nicht so, als hätte ich dich drauf angesetzt. Danke, Mann. Warren Graham is such a nerd. Ja. Betreff Re-Re-Re, schlechteste Filme aller Zeiten. Entschuldigung, ich bin schon ein bisschen müde, weil ich schon so lange aufnehme. Du liegst so falsch. Ich gebe ja zu, dass Ed Wood einige furchtbare Filme gedreht hat, aber nach Plan 9 from Outer Space kamen noch so viele wesentlich schlimmere Filme raus. Es heißt, es ist der schlechteste Film aller Zeiten, aber hast du mal Night of the Lepus gesehen? Was sind Zombies im Weltall schon im Vergleich zu riesigen, fleischfressenden Kaninchen, Warren? There's way less porn here than I would have thought. Wie man eine Krawatte bindet, Video. Elliot Hampton, Arcadia Bay. Chloe Elizabeth Price, Arcadia Bay. Chloe Elizabeth Price, Chloe Price. Der Sturm, Zitate. Der Sturm Tickets, Blackwell Academy. Major Lucas Hampton, Illuminati, Auge, Bedeutung, Wächter der Hölle, Buch 3. Der ist der richtige Stalker bei uns. Naja. Schublade sollten wir vielleicht wieder schließen, ja. Damit wir nicht so irgendwie hinterlassen, dass wir alles so hinterlassen, wie es war, meine ich. Okay, mehr gibt's hier anscheinend nicht. Naja, war schön, dass wir mal bei seinem Zimmer waren. Okay. Ja, schöne Aussicht. Bathrooms. Wer wohnt hier? Keine Ahnung. Break a leg tonight. I wanna say that half the fun of weed is knowing it's illegal, but I think it'd be just as awesome over the counter. Kuratorium der Blackwell Academy, die Prescott Stiftung, Staatsanwaltsbüro von Arcadia Bay. Das Kuratorium der Blackwell Academy möchte Sie offiziell daran erinnern, dass obwohl die Legalisierung von Marihuana derzeit auf Landesebene angedacht wird, der Einsatz von Marihuana-Produkten weiterhin auf nationaler Ebene illegal ist. Die Strafverfolgung von Konsum oder Besitz von Marihuana wird auf dem Blackwell Campus streng durchgesetzt. Mein Gott, Leute. Immer noch so unglaublich hart wegen einer Pflanze? Es ist echt lächerlich, wie. Also ganz ehrlich, es ist echt lächerlich, wo wir Menschen jetzt heutzutage noch so diskutieren wegen einer Pflanze. Ganz ehrlich, lächerlich. That is really gross. I wonder what Max would think. Verwalter Apfel. Nee, keine Ahnung, was ich sagen würde. Hirnrott von Nathan Prescott, das ist echt eklig. Nathan ist so gruselig, oder bist du rot, dass ich nicht Banane sagte? Was? Warte mal. Brain Disease bei Nathan Prescott. Nathan is such a creep. Achso, okay. Okay, ich glaube, da müssen wir rein, ne? Ja. Yep. Definitely Drew's room. What do I do if Drew's here? Erstmal klopfen. Okay, er scheint nicht da zu sein. Dann gehen wir mal rein. Okay. Ach du Scheiße. Good. Drew's not here. Okay. If I were Drew, where would I hide my money? Also übrigens, Blitzmerkerin, ne? Dass sie erst noch so, weiß nicht, 20 Sekunden erst merkt, oh, der Drew ist ja gar nicht da.
So. Is the money in there? All right. Guess I have to crack a 4-digit code. A lot of numbers on here. Would Drew really use something like this for a lock combo? Papas Adresse. Nee, ich glaube nicht. Das sind doch alles 5 Zahlen. Doch außer 1212. Moment mal, 1212. Klappt das? 1212. Damn it. Wrong numbers. Nee. Boah, Alter, hier gibt's so viel. Oh mein Gott. Bild. They look so happy. Der Kleine ist ja der Bruder, ne? Der eine Nerd. Looks like Mikey's been staying here with Drew. Ja, ist doch cool. Hä? Achso. Comics. We might have failed to kill you, Durgeron. But something tells me Mikey's not through. Yet. Bad guys don't usually look so obvious, but this is still awesome. Awesome. Ach ja, ein richtiger Comic-Nerd. Plenty of possible combinations here. What the fuck? Blackwell Academy, Sportfachbereich, Freistellungsformular, Schüler 1, Drew North, 1992, 1996, Telefonnummer kann das jetzt eigentlich nicht sein, oh Gott. Boah. Sollen wir mal 1992, 1996 probieren, weil alles andere ist irgendwie jetzt... Keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass es die Geburtsdaten sind. Das wäre doch viel zu einfach. I wonder exactly how important 516 is to Drew. Der 16. Mai. Damn it. Wrong numbers. Oder umgekehrt. Damn it. Wrong numbers. In Amerika wird das immer so gern umgedreht, also die Y-Achse umgekehrt, warum auch immer. Ich verstehe die Amerikaner nicht, manchmal sind sie echt ein bisschen komisch. Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. 1. August 2009, Andrew North, Blackwell Academy. Okay, der Bay Oregon. Lieber Andrew, mit großer Freude verleihe ich Ihnen ein volles Sportstipendium für das Footballspielen an der Staatsuniversität Oregon. Wir wissen, dass ein junger Mann mit Ihren Fähigkeiten und von Ihrem Charakter eine großartige Ergänzung für das OSU Franchise sein wird. Eine Football-Dynastie, die seit Jahrzehnten NFL-Talente hervorbringt. Okay. Look at that. More numbers. Noch mehr Zahlen. 11, 20, 36. 11, 20, kann das sein? Damn it. Wrong numbers. 20, 26. Might actually need some help with this. Oh, Hilfe oder wie? Ach ja, sorry, das wird jetzt noch ein bisschen dauern oder etwa doch nicht. 27.12., da könnte das richtig sein. Moment, Steph. Lalala, papapa, komische Frage, weiß nicht, Mikey vermutlich. Achso, wenn du raten müsstest, was ist Drew am wichtigsten, genau. Cool, mal ganz ab vom Thema, wann ist Mikeys Geburtstag? Noch lange nicht. 27. September, Dezember, Entschuldigung. Ich schmeiße wahrscheinlich eine Party, ich schicke dir die Infos, danke. 27.12. 1227. Worth a shot. Ha, habe ich doch gewusst. Amerikaner verwenden das Datum immer umgekehrt. This is kind of fun.
1227. Geil. Ah. Oh. Did little Drew beat you up too? Jackpot. I'm kind of good at this. So, und jetzt dann schnell wieder verschwinden. Aber zuerst, Okay, got the money. Time to bust out of here. Okay, aber zuerst will ich noch schnell den Computer. I didn't realize Drew was this good at sports. I bet he can't wait to get out of Arcadia Bay. Abteilung für Zulassungen. Stipendiumsangebot. Lieber Andrew, Glückwunsch. Angesichts Ihrer unglaublichen Erfolge als Footballspieler und Schüler freut es mich, Ihnen ein offizielles Stipendium anzubieten. Ein Abschluss der Universität von Oregon ist einer der angesehensten akademischen Abschlüsse im pazifischen Nordwesten. Wir glauben wirklich, dass Sie ein Schüler und Athlet sind, der das Potenzial hat, einen großen Eindruck bei unserem Team und unserer Schülerschaft zu hinterlassen. Als leitender Trainer bin ich hier, um Sie auf Ihrer Reise zum Erfolg zu unterstützen. Die Details des angebotenen Stipendiums sind wie folgt. Ja. Hallo Chris, vielen Dank für Ihre Berücksichtigung und das großzügige Stipendiumsangebot. Ich bedauere Ihnen mitzuteilen, dass ich ab Herbst die Staatsuniversität Oregon besuchen werde. Danke für Ihre Zeit, Drew. Aha, der hat das nicht angenommen. Frank wasn't lying. Looks like Drew sells happy pills to his fellow meatheads. Okay, Süßkram für dein Quarterback. Hey Alter, hast du noch Pillen? Ich bin fix und fertig. Du hast gesehen, wie ich gestern was für dich eingesteckt habe, oder? Niemand haut meinen Kollegen um, während ich zugucke. Aber besorg mir welche, okay? Ich brauche nur etwas für die Schmerzen. So many folks are shit out of luck around here. At least Drew has some prospects. Von Anthony an Drew. Was für ein Spiel. Drew, was für ein unglaubliches Spiel, Sohn. Der Wechsel im dritten Viertel. Du weißt, wie man sich bewegt. Kein Zweifel. Ich verbrachte den Tag wieder in der Bücherei. Du weißt, Computer liegen mir nicht. Aber ich versuche zu lernen. Es gibt eine Förderklasse und ich versprach Mikey daran teilzunehmen, damit ich endlich tippen lerne. Auf dem Boot musste ich nie tippen. Ich brauche ewig nur für diese eine E-Mail. Die Aussichten auf Arbeit stehen schlecht, aber du weißt ja, wie es ist. Mach dir keine Sorgen um deinen Vater. Behalt den Ball im Auge und nichts kann dich aufhalten. Ich bin stolz auf dich. PS, umarm Mikey für mich. Ich komme morgen Nachmittag vorbei, um ihn zur Klinik zu bringen. Vergiss das nicht. Okay, ja, das wollte ich jetzt noch schnell lesen und jetzt würde ich mal sagen, aber jetzt wirklich raus.